Ja, einfach unfassbar. Oh Mann, Malte, das ist die witzigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Einfach unglaublich. Bitte erzähl sie nochmal. Nee, lass mal. Aber wie läuft's eigentlich bei dir und Blue? Weißt du, neulich hat sie sich wieder aufgeführt. Und dann habe ich ihr ganz klar gesagt... Da, jetzt sag schon, was hast du gesagt? Ich hab ihr dann gesagt, hey, Alte, mach mal halblang. Ich bin der Mann hier im Haus und du tust gefälligst, was ich dir sage. Das hast du wirklich gesagt? Ja klar doch. Denkst du, ich laber Scheiße? Was macht ihr? Was? Also, wir unterhalten uns über Erderwärmung. Ja, ganz schlimmes Thema. Weiß gar nicht mehr, was ich mir da für Kleidung anziehen soll. Und denk doch mal jemand an die Pandas. Die sind so süß, ne? Gut gerettet. Letztens meinte sie, ich soll mehr im Haushalt helfen. Dann meint ich nur so... Hey Putze, ich bin hier der Boss und dein Vorschlag wurde abgelehnt. Also geh du mal schnell wieder in die Küche. Wow, das hätte ich mich nicht getraut, aber wirklich krass, dass du das so durchziehst. Manchmal muss man einfach durchgreifen, die Frauen stehen auf sowas. Ah, hier bist du. Ja, echt witzig. Kannst du eben den Müll rausbringen? Hey, ja klar, mach ich später. Nein, jetzt! Okay. Sag mal, bist du eigentlich am Freitag beim Männerabend dabei? Klar, easy. Mann, meine Alte, die hat so rumgezickt, aber ich habe ihr dann versprochen, dass ich um 22 Uhr zu Hause bin. Wollte meine auch, dann habe ich aber auf den Tisch gehauen und gesagt, ich komm heim, wann ich will und wehe, du hast keinen geilen Mitternachtssnack für mich vorbereitet. Und sie dann so, Hamburger oder Pizza? Soll ich dazu noch die rote Spitzenunterwäsche tragen? Hat sie nicht gesagt. Doch, wirklich wahr, wenn ich's dir doch sage. Geil, Alter, du weißt einfach, wie man mit Frauen redet, Mann. Aber sag mal, wenn du vielleicht doch irgendwie früher los musst, teilen wir uns dann das Taxi? Ja, klar. Oh, das war so eine gute Idee mit dem Männerurlaub. Oh. Ja, voll. Weißt du, zuerst hat sie sich etwas quergestellt und dann habe ich gesagt... Jetzt hör mal zu, Weibchen. Ich schaff hier die Kohle ran. Also kann ich machen, was ich will. Hast du wirklich gesagt? Ja, voll. Respekt, Mann. Alter, du hast alles im Griff. Warum hast du nicht auf meine letzten zwei Nachrichten reagiert? Ich hab doch gesagt, du darfst nur in den Urlaub, wenn du dich stündlich meldest. Und ich hab außerdem Malte gesagt, er soll mir stündlich ein Foto von dir schicken. Fotoknips! Wow, du fällst mir in den Rücken? Also ich sag's mal so, tut mir leid, aber meine Freundin hat mir nur erlaubt, in den Urlaub mit dir zu fliegen, wenn ich den Befehl von Blue Folge leiste. Der Stripclub später ist also gestrichen? Yep. Danke an Malte fürs Mitmachen. Checkt seinen Kanal ab, wenn ihr Bock auf ein bisschen unterhaltsamen Rage gegen alles habt. Das hier ist natürlich nur ein Sketch und in Wahrheit habe ich das Sagen. Hast du die Wäsche gewaschen?